Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu meinem Unboxing-Video der Green Box von der Gala Beauty Box, die jetzt im Oktober 2015 rausgekommen ist. Das ist meine erste Green Box und ich musste nur 9,95 € dank eines 10-Euro-Gutscheins dafür bezahlen, denn sonst kostet sie 19,95 €. Oh, habe ich da schon mal Geld gespart, dann finde ich es sehr spannend und cool, dass das erste Produkt das kleinste, aber gleichzeitig in Originalgröße kommende Produkt ist und auch das teuerste in der gesamten Box, und zwar von der Marke Hyapur Berlin, ein pures Hyaluronserum mit feinsten Silberpartikeln. Es kommt einmal aus Deutschland, made in Germany, steht hinten drauf, was ich schon mal klasse finde. Enthalten sind aber wirklich nur 3,5 Milliliter, die dann sage und schreibe 19 Euro kosten. Versprochen wird mir aber jetzt hier bei diesem kleinen Fläschchen mit der Pipette drin, dass absolut einzigster Inhaltsstoff neben Wasser nur Hyaluron und Silber sein sollen. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ich bin wirklich aufgeregt, was dieses Produkt dann mit meiner Haut anstellen wird. Das nächste kommt von Dr. Grande, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, von Elements of Nature Regeneration, eine festigende Pflege mit Vitamin E und Bioflavolen, ist eine Sondergröße, 10 Milliliter, kosten 6,60 Euro, ist jetzt speziell für reife Haut entwickelt, also passt nicht so ganz zu meinem Hauttyp, aber soll jetzt speziell die anspruchsvolle Haut vor Feuchtigkeitsverlust schützen und die natürliche Regeneration unterstützen. Es enthält kostbare Weizenkeim- und Arganölen, was die Haut pflegen soll und gleichzeitig für einen vitalen und frischen Ton sorgt. Klingt alles sehr spannend. Also über das Produkt freue ich mich auch. Dann haben wir auch noch etwas zur Lippenpflege reingetan bekommen. Und zwar von der Marke Be Natural. Das ist die einzige Marke in der Box, die ich auch kenne. Und zwar den Acai Berry 100% natürlichen Lippenbalsam. Originalgröße 4,2 Gramm. Kosten 1,99 Euro, riecht halt so leicht fruchtig und enthält halt Bienenwachs, Vitamin E, ätherische Öle und Aromen. Spricht mich jetzt sehr an, finde ich aber schade, dass jetzt ein Produkt reinpacken, was man halt in jedem DM kaufen kann. Ich habe aber bis jetzt noch nichts von der Marke ausprobiert, deshalb finde ich das Produkt noch okay. Dann haben wir auch etwas zur Ganzkörperreinigung, und zwar von Balance Me. Das ist eine britische Marke, 99% natürlich ist sie, speziell jetzt für trockene Haut, in Originalgröße herkommendes Duschgel mit 100 Milliliter, die 8,20 Euro kosten würden, soll jetzt speziell empfindliche Haut vor Trockenheit und Reizungen schützen. Freue ich mich jetzt sehr auch hier, wie sie riecht und wie sie pflegt. Bin ich sehr gespannt. Dann nach der Dusche soll man ja die Haut auch weiterhin pflegen. Und zwar haben sie jetzt als nächstes Produkt auch etwas von einer deutschen Marke, die heißt Spinnenrad, eingepackt. Finde ich schon mal ein richtig spannender Name. Und zwar ein Körperöl, Sensitiv Love Argan. Das ist regenerierende und feuchtigkeitsspendende, hautberuhigende und entspannende Naturkosmetik. Ist eine Originalgröße, die 30 Milliliter würden 8,95 Euro kommen. Enthalten sind halt hochwertige Öle und Lavendelöl. Also ich hoffe, es riecht dann auch nach Lavendel. Das Körperöl soll man halt vorher in den Handinnenflächen erwärmen, damit es sich besser in kreisenden Bewegungen einmassieren lässt. Und hier steht auch, es soll schnell einziehen. Da bin ich sehr gespannt, ob dieses Körperöl wirklich schnell einzieht, denn das ist ja meistens immer so der Haken bei Körperölen. Und dann haben wir das letzte Produkt, das kommt von der Marke Benecos, und zwar ist das ein Natural Powder Blush in der Farbe Mellow Rose. Die 5,5 Gramm kosten 3,99 €, und das ist bei mir jetzt in der ganzen Box das Flop-Produkt überhaupt, denn einmal finde ich die Verpackung, die ist so ein bisschen billig, erinnert mich an Essence, und dann ist der Farbton viel zu dunkel für meinen Hauttyp. Also gefällt mir gar nicht. Wahrscheinlich wollten sie jetzt einfach nur noch was an dekorativer Kosmetik in die Box reinpacken und haben sich für diesen Blush entschieden. Finde ich, war die totale Fehlentscheidung. Ich hätte viel lieber irgendein anderes Produkt, dekorative Kosmetik, drin gehabt. Und an sich fehlt mir jetzt auch hier so persönlich etwas mehr jetzt noch zur Gesichtsreinigung oder ein Augen-Make-up entfernen oder eine Augenpflege. Denn ich finde, gerade im Handel gibt es ja meistens auch sehr teure, aber es sollen ja gute Produkte sein, aber dann überlegt man immer hin und her, ob man so viel Geld für dieses Produkt ausgibt, und dann ist es ja doch nicht so pflegend und sanft zur Augenpartie, und dann lässt man es stehen, und das ist halt immer so der Haken daran. Und das hätte ich jetzt richtig cool gefunden, wenn sie sowas mal in so eine Greenbox reinpacken, weil hier sind ja vor allen Dingen nur Produkte drin, die natürlich sind. Das finde ich schon mal sehr spannend, also das haben sie voll erfüllt. Ich finde auch cool, dass sie hier nochmal so eine kleine Gratisbeigabe reingepackt haben, auch von der Marke, die
ich mit am spannendsten aus der ganzen Box finde, und zwar von Hua Pur, eine Tagescreme, Nachtcreme und ein Fluid. Freue ich mich sehr, das austesten zu können. An sich, die Zusammenstellung ist gut gelungen. Wir haben zwei Produkte zur Gesichtspflege, etwas für die Lippen, dann dekorative Kosmetik, was aber bei mir totales Flop-Produkt ist, dann auch etwas zur Ganzkörperreinigung und Ganzkörperpflege. Also der Mix ist gut. Markentechnisch kannte ich keine, bis auf Be Natural. Und wenn ich jetzt der Box eine Note geben müsste, wäre es die 2-. Einmal, weil der Blush das totale Flop-Produkt ist und weil ich mir bei der Lippenpflege eine andere Marke erhofft hätte. Aber ansonsten haben wir jetzt einen Wert von 48,73 €. Finde ich, ist okay. 20 € hätte ich natürlich nicht für die Box ausgegeben. Ich bin froh, dass ich 10 € gespart habe. Denn so mein persönliches Highlight ist wirklich nur dieses Serum. Und an sich könnt ihr mir jetzt noch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Box fandet oder findet. Und mich würde halt einfach noch interessieren, ob jetzt die Green Box von der Pink Box anders ist. Weil jetzt habe ich natürlich hier noch die Gala eingepackt bekommen. Ist ja so eine Klatschzeitschrift. Ist jetzt nicht so meine Standardlektüre. Von daher muss ich da unbedingt mal im Internet nachschauen. Aber so danke ich euch schon mal sehr fürs Zuschauen. Es hat mich wieder gefreut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!